Ja, hier mitten in der Fußgängerzone überall Scherben und Trümmerteile und ich habe gerade mit Begleitung der Polizei einen Blick direkt in die Bank werfen können. Da ist die Decke eingestürzt und es liegen einige grüne 100-Euro-Scheine auf dem Boden. Gegen 3:30 heute Nacht der laute Knall, der Anwohner aus dem Schlaf reißt. Die drei mutmaßlichen Täter flüchten mit einem Auto, so sagt es mir die Polizei. Wie viel Beute sie gemacht haben, das weiß aktuell noch keiner. Die Polizei hat jetzt abgesperrt und sichert Spuren. Jannik Schick, Bad Homburg.